Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Assassin's Creed 3 Remastered. Nach rechts, Connor! Nach rechts! Und wir reiten nach rechts. Ich glaube, wir sind auf Kurs. Ja, das ist es. Das ist der Weg. So, wir hatten ja eh schon einen offenen Konflikt, deswegen... Leg dich hin. Au, falsche Taste. Come to me. Leg dich hin. What the fuck? Bist du wohl auf, mein Freund? Na, setz dich hin. Nach rechts, Connor! Dafür sollten wir absteigen. Es ist leiser und schneller. Das hier. Das ist es. Das ist der richtige Ort. Die Rotröcke kommen. Hier, wir sind hier. Packt sie! Wir müssen die Rotröcke abschütteln. Wir müssen die Rotröcke abschütteln. What the fuck? Wenn du wirklich kämpfen willst, Connor, dann gewinne auch. Stirb. Und du stirbst auch. Das war zu knapp für meinen Geschmack. Scheiß, war das knapp. Weiteren Überraschungen aus dem Weg gehen. Zu Fuß werden wir es nie rechtzeitig schaffen. Deswegen laufen wir auch nicht zu Fuß, du Affe. Halt doch einfach mal dein dummes Maul. Was hältst du davon? Ne? Ist doch. Ist doch ein richtig toller Vorschlag. Oh, bei der Tief hätten die Pferde in... Ja, wir sind hier ganz genau richtig. Ist es Origins schon gestreikt? Ah. Exzellent! Die Richtung stimmt jetzt! Exzellent! Die Richtung stimmt jetzt! Exzellent! Die Richtung stimmt jetzt! Lass uns zu Fuß weitersuchen. Idiot. Das ist es. Das ist der richtige Ort. Dann sag's doch.
zum Teufel ist er? Bist du sicher, dass wir hier richtig sind? Natürlich sicher. Prescott? Guten Abend, die Herren. Hör zu, die Rotröcke kommen. Du musst deine Männer sammeln. Und eine Hose anziehen. Sofort. Ich glaube, das war die, also eine der Missionen, die ich damals schon beschissen fand. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube doch. Willkommen in Lexington, Connor. Jetzt suchen wir Hancock und Adams. Keine Spur von Dawes. Ich hoffe, es geht ihm gut. Paul, Connor. Schön, euch zu sehen. Du musst verschwinden. Die Rotröcke kommen. Ei, wie William sagte, lass sie ihre Suche durchführen. Sie finden nichts. Du verstehst nicht. Pitcairn hat vor, dich zu töten. Ich fürchte, das stimmt. Dann haben wir wohl keine Wahl, als zu gehen. Was ist mit euch? Dawes und ich reiten weiter nach Concord. Connor, am besten bleibst du hier und hilfst John Parker, die Stadt zu halten. Das gibt uns Zeit, alle zu warnen. Der Mitternachtsritt. Oh, da oben ist aber ein Klonker. Und den Klonker hätte ich gern. Wir haben ja auch übrigens noch so eine Hinkebein-Mission. Und wir haben wieder einiges an Geld. Da unten. Na schade, dass da keine Schnellreisestation ist. Aber da oben ist eine Schnellreisestation und ein Klunker. Die hätte ich ganz gerne. Dann suche ich mir jetzt den Klunker, reise wieder in eine Siedlung, gebe mal wieder ein bisschen Aufgaben an meine Konvois. Und dann... wie komme ich hier aus dem Dorf raus? Da. Und dann mache ich mal wieder so eine Captain Kidd Mission. Ich glaube, es klingt doch ganz vernünftig, oder? Ja, ne? Gut. Dann machen wir das so. So, hier komme ich ganz gut auf die Bäume hoch. Ist schon mal praktisch. Weil ich da ja hoch muss. Na, kletter doch hoch, Connor. Dankeschön. So, das sieht aber aus, als wäre es mit mir hier auf einer Höhe, dass ich da nicht weiter hoch muss. Oder? Ja, doch, ich hätte wahrscheinlich höher gemusst.
Aber da drüben kann ich lang. Ich habe hier immer noch keine Pfeile. Ja, schade. Ist erledigt? Nee, schade. Ich kletter jetzt einfach mal weiter hoch. In der Hoffnung, dass es sinnvoll ist, das zu tun. Aber ich schätze mal nicht. Ich glaube, ich muss hier in die Schlucht runter. Ja. Ach, meine Güte, Connor, ne? Mach mich nicht fertig. Kann ich da irgendwie sinnvoll runterklettern oder muss ich einfach springen? Wow, okay, cool. Oh. Jetzt muss ich da wieder so weit rüber klettern. Na gut, besser als den ganzen Weg nochmal gehen zu müssen. Ne, dann halte ich mich diesmal hier unten. Vielleicht ist das sinnvoller. Wie soll ich denn da hinkommen? Hier drüben ist eine Höhle. Die hätte man natürlich gefunden. Ist ja easy, die Höhle hier oben zu finden. So, dann noch der Aussichtspunkt. Nein. So. Dann noch der Aussichtspunkt und dann geht's wieder rüber in die Davenport-Siedlung. Ayayo, yo 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 yo. Er ist wieder auf so einem Baum. Oder? Nee, gar nicht. Oben auf der Klippe, wie es aussieht. Eine Sache muss man Connor ja zugutehalten. Er war der erste Assassine, der senkrecht eine Klippe hochklettern konnte. Danach konnten es erst Bayek und Cassandra wieder. Senkrecht Wände hochklettern. Ah, hier. Gott, ich muss auch mal wieder ganz dringend die Ezio-Trilogie spielen. Einmal komplett. Ja, okay. Alles klar. Du kannst eine Wand senkrecht hochklettern, aber das ist zu viel verlangt. Oh, kann ich die Miezekatze von hier oben killen?
Hehe. Ja, Mann. Große böse Miezekatze. Das ist eine andere von den beiden. Ist doch auch gerade hier rumgetigert. Schade. Ist das Vieh noch irgendwo? Nee, schade. Ich hatte gerade auch bei meiner Masterarbeit die beste Erkenntnis ever. Nach knapp 40 Seiten Text bin ich dann mal auf die Idee gekommen zu erklären, warum der ganze Spaß, den ich da mache, keine Beschäftigungstherapie ist. Kam mir jetzt nach 40 Seiten. Was hast du mir zu erzählen, alter Mann? Achso, okay, alter Mann ist oben. Ja, dann kaufe ich mal ein paar Sachen ein. Herstellung. Kann ich irgendwas herstellen? Köder, ja. Köder brauche ich nicht. Spezialgegenstände. Ich könnte mir ein Entermesser herstellen. Kann ausgerüstet werden. Aber wozu brauche ich das? Brauche ich auch nicht. Dafür brauche ich Mehl. Gerste und Roggen. Honig und Glasflaschen. Ich brauche halt Glasflaschen. Kann ich aber glaube ich nicht herstellen. Bärenanhänger. Dafür brauche ich Hickory. Und los. Ja, passt. Gut, dann haben wir die Konvois losgeschickt. Wenn wir uns noch einmal den Dialog hier oben an. Ach, der ist wahrscheinlich unten. Ja, müssen wir erstmal runtergehen. Ja, trotzdem schauen wir uns an und danach kümmern wir uns nochmal um die Siedlung. Ja, hier ist der Dialog. Denkst du an alte Zeiten, Achilles? Connor. Oh ja. Schätze, das habe ich. Scheint so lange her zu sein. Welchem Assassinen hat sie gehört? Eigentlich gehörte sie John de la Tour, dem ersten Assassinen in den Kolonien. Dann trug ich sie eine Zeit lang. Was ich in dieser Rüstung erlebt habe,
erhabener Erinnerung, aber auch sehr schmerzliche. Eines Tages wird sie dir gehören, Connor. Du musst sie stets in Ehren halten. Sie erinnert uns daran, wie lange unsere Bruderschaft schon hier ist. Wie lange wir die Bewohner dieses Landes schon schützen. Aber ich schweife wieder einmal ab. Ich weiß, dass du sie zu würdigen weißt. Jo. Ist eine coole, wa? Gut, damit bedanke ich mich mal wieder ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.